Die Polizei vertreibt beim Derby zwischen Wuppertal und Essen Fußballfans aus dem Wald. Die haben uns gerade behandelt wie so Schwerverbrecher. Der BVB im Pokalfinale. Im Hubertusgrill aber wird's nie mehr Pokalpartys geben. Trauriges Gefühl. Die TG Neuss versucht mit einem Outdoor-Fitnessstudio ihren Mitgliederschwund zu stoppen. Und dann kommt der Sport und der fällt dann oft einfach hinten runter. Ne? Und in Budapest bei den Schwimmeuropameisterschaften Jessica Felsner. Wir waren jetzt im Prinzip ein Jahr auf dem Trockenen. 8. Mai. In der Fußballregionalliga steigt an diesem Tag das Derby zwischen dem Wuppertaler SV und Rot-Weiß Essen. Vor Corona war diese Begegnung ein traditioneller Festtag für die Fans, die aber weiterhin nicht ins Stadion dürfen. Um Ansammlungen direkt vorm Stadion zu verhindern, sind Sichtschutzplanen aufgestellt. Einige Fans wollen daher das Derby auf einer Anhöhe mit Blick auf den Platz verfolgen. An der Straße ein Polizeiabsperrungsband. Zwei Zivilpolizisten sind kurz vor Anpfiff zugegen. Zwei Zivilpolizisten haben gesagt, dass es früher toleriert worden ist bei den letzten Spieltagen und dass das dann ausgeufert ist und dementsprechend muss man jetzt einschreiten. Sie selber können es auch nicht verstehen, aber müssen halt ihre Vorschriften durchsetzen. Die Polizei ist hier oben, weil hier auf der Straße zuletzt an Spieltagen Partys gefeiert, Bierfässer mitgebracht wurden. Da sie dort nicht stehen dürfen, klettern Fans dieses Mal, angeblich mit Genehmigung der Polizei, etwas höher in den Wald. Hier habe ich gesagt, wie sieht es oben aus? Oben könnt ihr euch hinstellen. Ne? Im Stadion der Anpfiff. In der Stadt Feuerwerk. Die RWE-Fans Jürgen Ronge und Thomas Altmüller haben einen Laptop mitgebracht, um das Derby parallel auch im Livestream zu verfolgen. Der Impfstoff gegen den rot-weißen Virus wirkt da jetzt wirklich nicht. Ne, da gibt es noch keinen Impfstoff. Die Forscher sind ist dran, gut so. Aber ist auch gut so, dass es dagegen keinen Impfstoff gibt. Die Zivilpolizisten sind verschwunden. Vereinzelt kommen nach und nach Zuschauer, um sich an der Straße einen Platz zu suchen. Eine Viertelstunde ist gespielt, als ein Polizeiwagen in der Nähe parkt. RWE geht derweil in Führung. Der ist drin. Nee, ist er drin? Ja, ich habe es. Der Treffer kann zeitversetzt im Livestream nochmal angeschaut werden. Kurz darauf fahren dann gleich mehrere Polizeiwagen vor. Während einige Beamte in den Wald hineingehen, nehmen andere schon einmal die Personalien von den Fans an der Straße auf. Darunter ist auch Werner Römling, dessen Enkelsohn unten für den Wuppertaler SV spielt. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Wenn man an der Straße steht, weit und breit von mir keiner entfernt, bin extra 3 Meter weg am Ende und dergleichen. Und dann wird man so bezichtigt, es wäre eine Gemeinschaftsveranstaltung. Das ist hier unmöglich, das ist keine Gemeinschaft. Das sind einzelne Leute, die sich irgendwo das Spiel anschauen wollen, aber nicht zusammen feiern wollen oder irgend sowas ähnliches. Die Fans erhalten ohne Vorwarnung einen Platzverweis. Auf sie kommt nun ein Bußgeldverfahren zu. Sie verlassen jetzt den Bereich. Ja, diesen Bereich. Die Straße, ja, komplett runter ums Stadion herum. Ja? Ja. Aber vor dem Stadion darf ich da? Oder? Um Stadion herum. Der gesamte Bereich um das Stadion herum. Und an der Schwebebahn die Haltestelle? Ja, das wäre möglich. Das wäre möglich. Ja? Ab da ist wieder möglich. Ja. Die Polizei teilt den Fans und uns gegenüber mit, dass es sich um eine illegale Versammlung handele. Aufgrund der Corona-Regeln wäre das eine illegale Versammlung. Und ja, habt ihr ja gesehen. Es waren 40 Mann da. Wir wollten nur ein bisschen Fußball sehen. Da vorne standen die ganze Zeit 2 Polizeibeamte. Wir sind zu dritt da hochgegangen. Die haben uns nicht angesprochen, die haben uns einfach ins offene Messer laufen lassen. Auf die Fans wartet ein Bußgeld von bis zu 250 Euro pro Person. Im Stadion führt RWE mittlerweile mit 2-0. Wuppertals Anschluss kommt zu spät. Torschütze zum 1-2 Endstand Moritz Römling, dessen Großvater von der Polizei gerade des Platzes verwiesen wurde. Ach, ja, das ist natürlich traurig, ne? Vor allem, er war nicht mal im Stadion, oben auf dem Berg. Aber er ist jedes Spiel da, also das ist jetzt, ich glaube, zum ersten Mal dann Bußgeld bekommen, ne? 13. Mai. Bei der TG Neuss, dem großen Breitensportverein, haben in der Pandemie mittlerweile 1.000 von einst 5.000 Mitgliedern gekündigt. Um nicht noch mehr zu verlieren, bietet die TG ihren Mitgliedern neuerdings ein Outdoor-Fitnessstudio.
Die Online-Trainingskurse werden schon seit Wochen nicht mehr gut angenommen. Ich denke einfach, man ist irgendwann gesättigt von dem ganzen Bildschirm. Also man hat natürlich durch das Homeoffice, durch generell Familienveranstaltungen werden dann auch irgendwie nur online gemacht. Ja, Ostern zum Beispiel, da ist man halt irgendwann echt gesättigt, da immer nur auf diesen kleinen Bildschirm zu schauen. Und deswegen denke ich, dass die allermeisten irgendwann gesagt haben, hey, ich muss irgendwo Abstriche machen. Und dann ist halt Arbeit und Familie kommen als erstes und dann kommt der Sport und der fällt dann oft einfach hinten runter. An diesem Tag trainiert hier die Basketballerin Jule Schillings. Ihre Neusser Mannschaft hatte vor gut 8 Monaten das bislang letzte Spiel in der Junioren-Basketball-Bundesliga, deren Saison im Herbst abgebrochen worden war. Als Ersatzveranstaltung soll nun in den Sommerferien eine bundesweite Summer League ins Leben gerufen werden. Wir haben nur die Hinrunde noch nicht mal zu Ende spielen können. Und dann fehlen natürlich Spiele und Spielerfahrungen, die auch vor allem die jüngeren Spielerinnen, dann, denen das fehlt. Und dann, um das wieder aufzuholen, finde ich, ist die Summer League schon eine gute Alternative. Ob und wann die Summer League starten kann, ist allerdings noch ungewiss. 13. Mai in Dortmund. Der BVB spielt an diesem Abend im Pokalfinale. Ohne Corona hätte es zumindest Public Viewing im Hubertusgrill gegeben. Doch der hat, stets abhängig von der Laufkundschaft, an Bundesligaspieltagen seit Januar für immer geschlossen. Und zwar nicht, wie auf der Tafel sarkastisch formuliert, wegen Reichtum, sondern tatsächlich pandemiebedingt, wegen monatelanger Einnahmeausfälle. Die Thekenmannschaft TuS Hubertus hat damit ihre Stammkneipe verloren. Andreas Göbel ist einer von 25 Teammitgliedern des TuS Hubertus. Der gebürtige Dortmunder und BVB-Dauerkarteninhaber hatte in den vergangenen Jahren Borussias Pokalendspiele immer mit vielen Freunden verfolgt. Dieses Mal aber ist er allein. Ein trauriges Gefühl. Normalerweise ein Pokalfinale ist ein Highlight im Jahr mit vielen Leuten und Spaß haben und feiern oder nach Berlin fahren, wenn man Karten bekommen hat. So wie jetzt, das ist einfach durch Corona halt nicht das Gleiche. Während der Profifußball auch ohne Zuschauer seit einem Jahr weitergeht, steht die Gastronomie weiter still. Die Thekenmannschaft TuS Hubertus kann daher derzeit nicht einmal nach einer neuen Stammkneipe einen Ersatz für den Hubertus-Grill suchen. Unser Grill wird sowieso nie mehr wiederkommen, leider Gottes. Weil unser Grill war was Besonderes. Was ganz Besonderes. 18. Mai. In Budapest finden die Schwimm-Europameisterschaften statt. In Ungarn sind die Corona-Inzidenzzahlen zuletzt rapide gesunken. Von über 300 auf aktuell 64. Diejenigen, die wie Jessica Felsner an der EM teilnehmen, dürfen sich nur im Hotel und im Schwimmzentrum aufhalten. Ansonsten gelten die Standard-Hygienevorschriften, sprich Maske tragen bis kurz vor dem Start, Abstand halten, es sind keine Zuschauer erlaubt. Klingt jetzt wahrscheinlich alles dramatischer, als es eigentlich ist, weil ich glaube, nichtsdestotrotz sind wir alle froh, dass wir starten dürfen. Aus rechtlichen Gründen dürfen wir keine Bewegtbilder von der EM zeigen. Über 50 Meter Freistil erreicht Felsner das Halbfinale und damit ihr persönliches Ziel. Wir waren jetzt im Prinzip ein Jahr auf dem Trockenen, immer nur diese kleinen Wettkämpfe, jetzt endlich mal wieder so ein großes Event zu schwimmen, das ist in dem Sinne schon was Besonderes. No Sports? Nächste Folge unter anderem mit dem Saisonendsport von Rot-Weiß Essen. Profitiert RWE von der Corona-Quarantäne des Aufstiegskonkurrenten?